Moin meine E-Bike-Freunde, heute bei noch sehr schönem Wetter möchte ich euch ein bisschen was zum Thema Rückspiegel erzählen. Ich habe da vor einer gewissen Zeit mal ein Bild gepostet, so rum, von meinem E-Bike mit einem montierten Rückspiegel, und darauf gab es zahlreiche Anfragen, wo ich das Ding dann her habe, wie man das montiert, ob das wackelt, ob das funktioniert, ob man da genug sieht und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, mach mal ein Video drüber. Und ja, jetzt sind wir hier. Und zwar geht es um diese beiden Spiegel, und zwar beide von ErgoTech, die ich dann nachher auch an meinem E-Bike oder an dem E-Bike meiner Frau montieren werde. Also einen davon natürlich nur. Und zwar, jetzt werden einige schon fragen, da sind ja zwei Größen. Das ist auch das, worauf man als erstes mal achten muss. Wenn ich ein normales Pedelec habe, kann ich den kleinen nehmen, weil ich am Pedelec eigentlich keine Pflicht habe, dass ich einen Spiegel dran machen muss. Und dementsprechend kann ich dann halt ganz ohne Risiko den dran machen, weil der hat keine Straßenverkehrszulassung eigentlich. So. Und dann gibt es hier noch den größeren, der hat eine Prüfziffer, der darf im normalen Straßenverkehr genutzt werden, wenn man eine Pflicht hat. Das heißt, wenn ich ein S-Pedelec habe, dann muss ich diesen hier benutzen. Ansonsten, wie gesagt, kann ich auch den kleinen dran machen. Ich persönlich finde den kleinen auch praktischer. Der große, klar, man sieht mehr, aber ist halt auch ein bisschen, naja, man sieht schon den Unterschied. Das ist schon ein bisschen was an Größe. Kostenpunkt 20 Euro und der große liegt bei 30 Euro circa. Die Montage selber ist sehr, sehr einfach. Man muss nur darauf achten, dass man halt hier hinten bei der Öffnung, die ist jetzt hier bei 22 mm, dass der Lenker halt, den man hat, auch da entsprechend funktioniert. Und die Montage dann selber ist dann auch sehr, sehr einfach. Man braucht da wirklich, also in dem Fall jetzt bei dem Cube E-Bike, brauche ich nur einen Imbusschlüssel. So, und wie die Montage funktioniert und ob man da auch dann was drin sieht, das zeige ich euch gleich. Also, ich wechsle mal die Kamerastellung. So, wir haben jetzt die Position gewechselt. Wir sehen jetzt unseren Lenker von vorne. Was ihr zuerst machen solltet, bevor ihr irgendwas abschraubt, immer erstmal gucken, reicht das von der Montage, wenn ihr ihn hier hin montieren wollt. Es gibt natürlich die Alternative auch, ihr könnt ihn natürlich mit so einem Adapter auch wirklich ans Lenkerende machen. Die Dinge heißen auch normalerweise Lenkerendenspiegel, aber ich bin jetzt nicht unbedingt ein Freund davon, weil wenn ich das Ding hier außen hin montiere, wenn man das so jetzt sieht, egal wie rum das jetzt dreht, dann habe ich hier halt, ich weiß nicht, das gefällt mir irgendwie nicht, dass ich hier draußen dass hier irgendwas absteht. Das ist noch nicht so mein Ding. Ich finde das viel besser, wenn das hier drinnen ist. Dann ist das so mehr so eine Einheit hier. Hier baumelt so und so schon was, hier drin und so weiter. Und dann ist das, finde ich, nicht so störend. Und damit ihr jetzt nachher nicht fünfmal darum probiert, reicht der Abstand jetzt, prüft es vorher. Das heißt, wenn hier zu wenig Platz ist, dann korrigiert erstmal das hier, so lange bis es passt. Und dann könnt ihr den Griff einfach abziehen, Spiegel drauf montieren, Griff drauf machen und fertig ist die Sache. In dem Fall hier passt es, hier reicht der Abstand. Das heißt, wir können jetzt den Griff abmontieren. Geht hier bei dem auch relativ einfach beim Cube. Einfach nur andersrum natürlich, wenn man das so rum hat. So. Man braucht da auch kein weiteres Werkzeug für, einfach nur die Schraube lösen. Dann den Griff einfach abdrehen. Ein bisschen ziehen dabei und das war's. So, jetzt habe ich meinen schon abmontiert. Jetzt kann ich hergehen und kann den Spiegel montieren. Einfach aufstülpen, mit runterschieben, ganz dran bis Anschlag halt. So, und von der Position her, ich mache das halt immer so, dass ungefähr dieser untere Bereich so hinter der Stange verschwunden ist, damit das möglichst nicht großartig rumstört. Dann ziehen wir das fest. Hier steht jetzt drauf 6 bis 8 Newtonmeter. Ich ziehe, habe Drehmomentschlüssel, habe ich gar keinen. Ich ziehe das immer alles handwarm an. Wenn es fest ist, ist es fest. Und nach fest kommt halt ab, aber das hat bis jetzt immer gereicht. So, das war's schon. Jetzt kann man den Griff wieder drauf machen. So, hier hinten, dass noch genug Platz ist. Dann natürlich ein bisschen anpassen, damit das auch passt hier von den Griffen her, sonst ist das nachher ein bisschen dumm. So, und dann brauchen wir unseren Imbus wieder. Aber es ist wieder fest, das Teil. Auch hier wieder selbes Spiel. Ups, wenn er da drunter fällt natürlich. Das sollte er dann in dem Fall nicht tun. Aber
wenn man dann hier einfach nur handfest anziehen, muss man jetzt nicht riesen Gewalt anwenden bei Schrauben. Ja. Jetzt noch den Stöpsel drauf machen. Das möglichst auch richtig gut aussieht. So, zack. So, das war's schon. Jetzt ist der Spiegel montiert. Und jetzt können wir ihn noch ein bisschen einstellen. Dafür wechsle ich gleich nochmal die Kameraposition. So, bis gleich. So, also wir haben den Spiegel ja jetzt montiert. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen zu simulieren, wenn ich jetzt da so gerade drauf gucke, was ich denn da so sehe. Also in etwa das ist das, was ich jetzt sehe. Das kann man natürlich einstellen, wie man möchte, je nachdem natürlich. Und weil auch einige gefragt haben, wie fest ist denn das Teil? Also das Teil ist wirklich richtig fest. Also wenn man das auch verstellen will, dann muss man richtig dran zerren. Auch hier, das ist Metall, das ist kein Plastik, also das hält. Ja, also da gibt es auch keine, das vibriert auch nicht und wackelt oder sonst irgendwas. Also das ist wirklich top. Und wenn man sieht, also selbst in dem kleinen Spiegel kann ich wunderbar hinten alles erkennen. Also das ist wirklich für mich, also ich persönlich, wie gesagt, will da nicht mehr drauf verzichten, auf diesen Rückspiegel, gerade weil ich viel im Verkehr, auch im Straßenverkehr unterwegs bin, auch mit meinem Mountainbike. Und ich finde einfach den Rückspiegel einfach sehr, sehr praktisch. Wie gesagt, die Spiegel sind von Ergotec. Ich verlinke auch nochmal alles unten in dem Video oder in dem Post, je nachdem. Und dann kannst du dir das angucken. Wie gesagt, preislich mit 20-30 Euro, Montage ratzfatz passiert, finde ich das eine sehr geile Sache. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben oder auch einen entsprechend positiven Kommentar. Ja, und dann wünsche ich euch noch eine gute Fahrt und viel Spaß mit dem Spiegel. Also bis dann. Bye, bye.